Und Wort ist Johann Weber, ÖVP. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren zu Hause. Ja, wir haben schon gehört, die freiwillige Sommerschulen und auch insbesondere der Sommerunterricht für jene, die es brauchen, um Eltern andererseits auch zu entlasten, das ist schon ein Thema, das über Jahre diskutiert wird. Darum wurde es auch in das Regierungsprogramm, in das aktuelle Regierungsprogramm aufgenommen und darin verankert. Ja, die Corona-Pandemie hat diesen Prozess sicherlich beschleunigt. Die Sommerschule 2020 ist ein Pilotprojekt, ein Primärprojekt, ein Pionierprojekt, das sich an die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen, der NMS, aber auch an die AHS-Unterstufe richtet. Danke, Herr Bundesminister Faßmann, das ist wirklich ein Meilenstein in der Bildungspolitik. Danke. Der Fokus liegt auf dem Unterrichtsfach Deutsch. Das ist schließlich und endlich ein Schlüsselgegenstand in der gesamten Bildung und Ausbildung in Österreich. Schülerinnen und Schüler, die in diesem Fach einen besonderen Nachholbedarf haben bzw. aufweisen, können die letzten beiden Ferienwochen dafür nutzen, diese Rückstände jetzt wieder aufzuholen. Die durch das dritte Covid-19-Gesetz erfolgte Novellierung des Paragraphen 132 im Schulorganisationsgesetz ermöglicht einen Ergänzungsunterricht jetzt. Auf dieser Basis wird die Sommerschule 2020 als kostenfreies Zusatzangebot, wie gesagt, in den letzten zwei Ferienwochen eingerichtet, denn wir wollen kein Kind zurücklassen. In den kommenden Schuljahren soll es eine weitere Ausweitung des Angebotes auf andere Fächer dann auch noch geben. Also wir sind erst am Anfang einer Sommerschule in diesem Sinne und wir werden uns weiterentwickeln. Gut Ding braucht einfach Weile und was langsam wächst, wird letztendlich auch gut wachsen. Auch hinsichtlich der eingesetzten Lehrkräfte gilt der Grundsatz der Freiwilligkeit. Weiters soll ein schulpraktisches Modul für Lehramtsstudierende mit Anrechnungsmöglichkeit auf das Studium umgesetzt werden. Somit ist die Sommerschule eine Kooperation mit Universitäten, pädagogischen Hochschulen und Lehramtsstudierenden, um Praxiserwerb im Rahmen ihres Studiums zu ermöglichen. Sie waren ja auch in der Zeit der Corona leidgeprüft. Sie haben ja nicht richtig wirklich Praxiserfahrung machen können. Jetzt können Sie das auch hier auf diese Art und Weise nachholen. Lehramtsstudierende können durch ihre Teilnahme an der Sommerschule 5 ECTS-Punkte anrechnen lassen und ihr Studium kann somit auch die nötige Praxis dann auch noch bereitstellen. Und sie können die entsprechende Praxiserfahrung sammeln, was sie ja grundsätzlich auch brauchen. Dass Lehramtsstudenten im Rahmen ihres Studiums den Unterricht in der Sommerschule übernehmen, das halte ich für sehr, sehr gut und sehr sinnvoll. Eine Entlohnung hingegen ist nicht sinnvoll, denn sie bekommen die 5 ECTS-Punkte angerechnet. Der Prozess wird begleitend natürlich evaluiert und wie alle Produkteinführungen, das ist eine Produkteinführung, diese Sommerschule, das ist etwas Neues, das wird natürlich auch kritisch beobachtet und beleuchtet werden. Die Ergebnisse fließen dann in die Planung für die kommenden Schuljahre mit ein. Ich freue mich, dass einerseits Kinder, die besondere Förderung brauchen, Corona hat auch hier Spuren hinterlassen, auf freiwilliger Basis dieses Angebot wahrnehmen können. Andererseits wird für Studierende ein sinnvolles Angebot zum Sammeln von Praxiserfahrung geboten. Darüber hinaus werden Eltern bei der Betreuung der Kinder in den letzten Ferienwochen entlastet. Das ist ja auch schon immer wieder ein Thema, das im Raum gestanden ist. Mit der positiven Aussicht auf diese mehrfach Win-Win-Situation freue ich mich auf einen wunderbaren Sommer in Österreich und ich wünsche allen Schülerinnen, allen Schülern, allen Kolleginnen und Kollegen viel Gesundheit, eine gute Erholung über den Sommer und einfach schöne Ferien. Dankeschön. Sagt Johann Weber von der ÖVP im Zivilberuf Lehrer. Die Sommerschule, die sei ein Pionierprojekt und ein Meilenstein in der Bildungspolitik. Der Fokus liege auf Deutsch, weil es ein Schlüsselgegenstand sei.